Ja, nur ganz kurz, weil ja heute Abend wieder Samstalk, unsere Viertelnacht-8-Talkshow ist. Ganz kurz nur. Es gibt hier auf der Parteiseite, Partei des Gemeinwohls, können Sie unten in der Infobox anklicken oder Sie googeln einfach nach Partei des Gemeinwohls PDG. Müsste man auch so machen können eigentlich. Google-Suche nach, also hier Google-Suche nach, ja, kann man direkt suchen. Google so nach Partei des Gemeinwohls PDG. Da finden Sie neu, vieles Neue immer. Sie sollten das immer wieder lesen natürlich, weil das ständig ein bisschen verbessert wird. Und dann haben wir hier neu jetzt hier, wenn man das so runterzieht. Na, wo ist es raus? Ah ja, hier ist das neu. Hier ist was Neues. Also hier stand der letzte Satz. Das ist über diesen Kapselhotels hier, den Inspirationen zum Wohnen. Ne? Steht dann jetzt ein neuer Absatz drin. Nach raus aus den Horrortrips Marktwirtschaft und Pseudoplanwirtschaft, raus aus Kapitalismus und raus aus ewig gestrigen pseudokommunistischen Konzepten, zum Beispiel der Sozialspaten, hin zur Gemeinwohlwirtschaft GWW und Gemeinwohlgesellschaft GWG. Die durch marktwirtschaftliche Vorteil bringende Irrtümer verfälschten paläobiologischen oder auch paläoanthropologischen Berichte über unsere Geschichte werden allmählich etwas realistischer. Die Manipulation ist immer noch groß. Zur Inspiration und wegen der Verzerrungen durch vorteilbringende Irrtümer kritischen Diskussion, ich kann jetzt hier draufklicken. Sie müssen alle Links einfach mal probieren, welche funktionieren. Bei mir hat jetzt vorhin einer nicht funktioniert. Das ist eine Sendung von der ARD Mediathek, die neueste Sendung wohl die außergewöhnliche Reise der Menschheit, so die letzten 4,4 Millionen Jahre der Menschheitsevolution noch mal ein bisschen genauer, oder es sind die Zahlen sind manchmal, da sind ein paar hunderttausend Jahre Unterschied manchmal, aber das ist alles nicht schlimm. Dann haben wir hier die etwas älteren noch, sind noch mal aufgeführt, die ersten Menschen Teil 1 und Teil 2, also hier vom Wald in die Savanne und der zweite Teil aus Afrika in die ganze Welt. Und ja, da muss man halt kritisch darüber diskutieren, weil da eben viele Fehler drin sind. Da fehlt ja zum Beispiel auch die Tatsache, dass diese Hinweise, da wird zum Beispiel hier auch erwähnt, ich will es jetzt nicht anklicken, weil wir da ja die Rechte nicht haben, da wird nur dargestellt, dass eben vor 4,4 Millionen, 4 Millionen Jahren dann eben unsere Vorfahren mit dem auf den Bäumen erlernten aufrechten Gang sozusagen sich entwickelten und dass da eben durch die verkleinerten Eckzähne quasi ja ansignalisiert wurde, aha, völlig neues Sozialsystem, kein Haremsystem mehr, sondern jetzt eine Gruppenehe, das, was wir nennen, die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo Schenker, Homo erectus, Bonobo, Homo erectus Schenker, Gruppenehe, wobei damals natürlich der Name dieses Vorfahrens von uns natürlich sozusagen vor 4,4 Millionen Jahren war das noch eine Affennamenbezeichnung, dann kam eine Australopithecinen-Bezeichnung, dann kam Homo habilis, Homo erectus. Aber entwickelt hat sich das über die Zeit von vor 4,4 Millionen Jahren bis vor etwa 400.000 Jahren hat sich dann eben die perfekte urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe entwickelt. Denn wenn man keine großen Eckzähne mehr hat, dann führt man keinen Rivalenkampf mehr durch, dann konkurriert man nicht mehr um Frauen. Man ist dann also ganz anderes als Monogame oder Haremshalter, die ja konkurrieren um Frauen und Frauen auch versuchen zu monopolisieren. Wer kleine Eckzähne hat, kann das alles nicht mehr, der monopolisiert nicht mehr, sondern der lebt in der Gruppenehe.
Und da haben dann alle mit allen Sex, und das ist dann die Menschen, die Lebensform, für die der Mensch konstruiert ist. Sie können dann auch einiges hier noch dazu lesen. Wo ist es hier, die einige der Kompetenten hier? Da können Sie zum Beispiel einen Einstieg finden in hier auch zum Beispiel hier Professor Franz de Waal, Spiegelartikel, tierliches Matriarchat. Otmar Latow, Matriarchat und sexuelle Unterdrückung. Hier können Sie auch was über Matriarchales erfahren. Ja, und das heißt also, was ich bei der letzten Sendung gestern ein bisschen vergessen habe, ist zu sagen, wenn die Geschlechtsorgane der Menschen, ach ja, dazu gehe ich noch mal hierhin, Moment, ganz kurz hier, wenn die Geschlechtsorgane, und da kann ich ja das nehmen, also hier vor circa 4 Millionen Jahren, diese Affen, die auf dem Baum laufen und immer kleinere Zähne bekommen, und dann hier so ab diesem Zeitraum dann so die Entstehung Homo habilis, dann später Homo erectus, und dann entwickelte sich das immer weiter bis in Richtung dieses bis vor 400.000 Jahren sozusagen die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo, Homo erectus, Schenker, kommunistische Gruppenehe als unsere Lebensform. Das hier, da war also noch Harem. Harem und Monogamie sind sehr ähnlich. Harem bedeutet immer, man kämpft um die Frauen und monopolisiert die Frauen. Dann braucht man keine Spermakonkurrenz mehr durchzuführen. Das heißt, dass man eben dann sozusagen winzige Penisse braucht. Also die Haremshalter brauchen sehr kleine Penisse und Hoden. Und die Monogamisten brauchen noch viel kleinere Penisse und Hoden, während die Gruppeneler solch riesige Penisse brauchen, wie sie die Bonobos und die Menschen haben, und so riesige Hoden, weil die nämlich jetzt eine Spermakonkurrenz durchführen im Unterleib der Frauen, weil wenn jeder mit jedem Sex hat, müssen sie ja versuchen, mit anderen Mitteln der Vater des nächsten Kindes zu werden, nämlich indem ihr Penis möglichst dicht an die Eizellen ranreicht, sozusagen, möglichst lang und groß ist und dick ist oder was auch immer ist, und dann möglichst viele Samenzellen reinspült, damit man möglicherweise auch die Samenzellen der anderen Männer wegspülen kann, sozusagen. Und den Rest machen dann die Frauen, die dann mit ihrem Orgasmus, Ansaugreflex und so weiter und anderen Mechanismen entscheiden, welchen Spermien sie dann nun Zugang gewähren zu den Eizellen. Den leichtesten Zugang gewähren. So, und jetzt haben wir also hier Menschen und Bonobos mit riesigen Geschlechtsorganen und Haremshalter und Monogamisten mit winzigsten Geschlechtsorganen. Und wieso beweist das jetzt, dass die Menschen nicht glücklich werden können ohne die Gruppenehe? Ja, es könnte doch jemand sagen, na ja gut, wir sind zwar vielleicht genetisch Gruppenehetiere, aber wir sind doch in einer Kultur, und die hat uns jetzt ja moralisch gezwungen, dass wir alle monogam leben sollen und anderes dürfen wir nicht. Dann werde ich doch damit auch glücklich. Nee, geht eben nicht, weil leider es immer eine Kopplung ist. Diese riesigen Geschlechtsorgane entwickeln sich natürlich nur dann auch aus, wenn auch gleichzeitig das Gehirn darauf programmiert ist, dass es die Abwechslung des Sexes mit den vielen verschiedenen Frauen und Gruppenmitgliedern braucht, um befriedigt zu sein sexuell. Das heißt also, das Gehirn, wenn ich jetzt solch einen mit einem großen Geschlechtsorganen, mit riesigen Geschlechtsorganen, die wir ja haben, verglichen mit den Monogamisten und Haremshaltern, wenn ich den also quasi jetzt sage, ja, du darfst jetzt aber nur noch monogam leben, dann langweilt der sich, weil sein Gehirn quasi darauf programmiert ist, Variatio delectat, Abwechslung erfreut, und nur wenn ich jetzt Sex habe mit allen anderen Gruppenmitgliedern, oder jetzt die Männer zumindest mit allen anderen Frauen und die Frauen mit allen anderen Frauen und allen anderen Männern und so weiter,
Nur dann stellt sich hier Befriedigungsgefühl ein. Dann sind die satt, sozusagen. Wenn nicht, sind sie immer nicht satt. Sie kennen das, Sie haben das schon mal gehört. Wenn Menschen mit unseren riesigen Geschlechtsorganen sich gezwungen sind, in der Monogamie zu leben, dann gehen 70% aller Leute fremd, weil sie es nicht aushalten, immer nur den gleichen, weil sie sich langweilen und der Sex immer langweiliger wird, weil sie immer nur den gleichen Reiz haben. Das kann die schönste Frau der Welt sein, aber es ist immer die gleiche schönste Frau der Welt und das langweilt unser Gehirn genetisch und das ist in unserem Gehirn so programmiert, weil das Gehirn uns damit zwingt, dass wir mit allen Sex haben in der Gruppe. Und das zwingt uns immer die Langeweile. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, naja, wir sind zwar vielleicht Gruppenehetiere, aber die Gesellschaft zwingt uns ja monogam zu leben, dann lebe ich jetzt einfach monogam, dann bedeutet das, dass sie sich entscheiden, grundsätzlich nie mehr glücklich werden zu können. Das geht einfach nicht, weil ihr Gehirn durch die monogame Sexualität zu wenig Reize bekommt und sie dadurch nicht satt werden. Sie werden nicht vollständig befriedigt. Und deswegen neigen sie dann zur Konsumsucht, zur Zigaretten, Alkohol, Süßigkeiten, Drogen, Medikamentensucht oder was auch immer, weil die Monogamie kann ihnen die Gruppen eher einfach nicht ersetzen. Deswegen bedeutet, wenn wir heute noch riesige Geschlechtsorgane haben, dann haben wir auch aller Wahrscheinlichkeit nach noch die Gehirne. Denn warum sollen sich, wenn ein Mensch sich zum monogamen Lebewesen umkonstruiert, dann müssen sich ja nach und nach die Mutationen für das Gehirn langsam ändern und die Mutationen für die Größe der Geschlechtsorgane sich ändern Richtung winzige Geschlechtsorgane. Und sowas geschieht fast immer parallel und zeitgleich. Das heißt, wenn wir noch riesige Geschlechtsorgane haben, dann sind wir noch nicht umkonstruiert und unsere Gehirne sind auch noch nicht umkonstruiert. Also sind wir noch durch und durch Gruppenehe Tiere. Und wenn wir jetzt monogam leben, können wir nie glücklich werden. So einfach ist das, ja? Und jetzt haben wir das also auch nochmal geklärt. Und jetzt muss ich hier das wieder noch kleiner machen. So, und jetzt kann ich wieder, ist auch so, ich kann es ja so lassen. So, und jetzt gehe ich wieder zurück und bin wieder bei der Partei des Gemeinwohls. Na, wo ist es denn? Ja, hier. Ja, und da können Sie eben jetzt vieles nachlesen. Also das heißt, diesen Sendungen, die jetzt hier neu sind, ich gehe nochmal hoch hier, das war über diesen Bildern, glaube ich, ja, genau, über diesen Bildern ist das hier, da wird zwar darüber gesprochen, dass das die größte Änderung, auch hier wird darüber gesprochen, dass das die größte Änderung ist, dass diese Eckzähne zurückgehen, das hatte ja auch hier schon Professor Friedemann Schrenk schon richtig gesagt, dass nämlich dadurch das Sozialsystem des Menschen sich ändert und nur mehr trauen diese Leute sich nicht, ja, weil die sind ja durch die Marktwirtschaft manipuliert und einer Gehirnwäsche unterzogen und die dürfen jetzt nicht weiterdenken und dürfen nicht sagen, ja, in welches Sozialsystem ändert sich denn, hat sich denn da die Menschheit geändert? Naja, ist doch ganz klar, vom Haremshalter und vom Monogamisten. Haremshalter und Monogamist liegen ja ganz eng beieinander, haben auch beide winzigste Geschlechtsorgane, weil sie nicht größere brauchen, weil sie ja körperlich rivalisieren um die Geschlechtspartner, um die Frauen, die Männer, die um die Frauen rivalisieren. Dann brauchen sie nicht mit den Geschlechtsorganen zu rivalisieren. Und nur in der Gruppenehe braucht man riesige Geschlechtsorgane, um mit den Geschlechtsorganen zu rivalisieren, weil man ja mit den Eckzähnen nicht mehr rivalisiert. Ne? Das wechselt einfach nur ab, womit man rivalisiert. Und dann ist es eben so, dass eben diese Leute nicht mehr sagen dürfen, während wir halt mehr sagen dürfen, nämlich, dass dann eben das System vom Haremssystem und Monogamiesystem, also vom Ein-Ehe-System und viel Weiberei. Harem heißt ja auf Deutsch viel Frauen, also Polygynie-System, viel Weiberei, altdeutsch sozusagen. Und von der Ein-Ehe und von der Vielweiberei hat sich unser Sozialsystem zur Polygynandrie entwickelt, also zu
Viele Frauen, viele Männer, Gruppen, Ehe. Ja? Und das ist die entscheidende Änderung. Und das wird natürlich verschwiegen und vertuscht von all diesen Pseudowissenschaftlern unserer Pseudo-Universitäten. Und das wird halt vertuscht und verwischt. Aber Sie können es hier eigentlich schon zwischen den Zeilen heraushören, dass hier eigentlich gesagt wird, ein anderes Sozialsystem. Aber wir haben nicht viele andere Sozialsysteme. Wenn also der Wechsel geht vom Haremssystem weg und vom monogamen System weg und die Eckzähne kleiner werden, dann muss es bleibt nur noch die Gruppenehe übrig. Es bleibt, würde noch eine generell wir nennen das ja heutzutage auch Polyamore-Situation, also einfach nur eine Polysituation, eine polygynandrische, ja, also einfach eine promiske Situation. Aber das ist schon, eine promiske Situation ist halt die verantwortungslose Variante der Gruppenehe. Ja, und die verantwortungsvolle Gruppenehe funktioniert natürlich viel besser als die verantwortungslose promiske Situation, Promiskuitätssituation, ne? Ja, aber auf jeden Fall sind es alles Polysituationen, also der Mensch wechselte von Vielweiberei oder monogamen System zum Gruppenehesystem, und zwar zum verantwortlichen Gruppenehesystem. Das können Sie hier eigentlich zwischen den Zahlen heraushören, so nach dem Motto, wenn Sie sich immer wieder fragen, was diese Leute nicht denken dürfen und nicht sagen dürfen, weil sie marktwirtschaftlich indoktriniert sind, denn Marktwirtschaft bedeutet, Gruppenehe ist verboten und Monogamie ist erlaubt. Ja, das ist die marktwirtschaftliche Gehirnwäsche, Propaganda, Massenmanipulation durch die vorteilbringenden Irrtümer, die typischerweise in der Diktatur der Sparten entstehen. Wo war nochmal die Diktatur der Sparten? In der Diktatur der Sparten entstehen, ja, die verschiedenen Sparten in der Marktwirtschaft verbieten uns alle die Gruppenehe, damit wir unglücklich werden, in der Monogamie unglücklich werden und damit wir dann eben kaufen. Ja, zum Beispiel kaufen Alkohol, Tabak, Zucker und so weiter, Nahrung kaufen und was auch immer, Drogen, Medikamente und alles Mögliche kaufen. Ne? Ja, damit bin ich wieder zurück. Also, tschüssi, bis bald.